Gibt es denn noch andere Untersuchungen, die man machen kann in dieser Situation? Ja, es gibt weitere Untersuchungen, die heutzutage technisch möglich sind, nämlich das ist die Kernspintomographie der Prostata, also das MRT. Das ist zunächst erstmal nicht unbedingt auch eine Kassenleistung. Hier muss die Indikation auch sehr speziell gestellt werden, ob eben solch eine Untersuchung notwendig ist. Denn das sind teure Untersuchungen und die müssen schon zielgerichtet sein. Das obliegt letztendlich immer dem betreuenden Urologen, festzustellen, ob solch eine Untersuchung eben notwendig ist oder nicht. Aber die Biopsie ersetzen können Sie in keinem Fall? Nein, es gibt keinen Ersatz für die Biopsie. Die Diagnose wird immer durch die feingewebliche Entnahme aus der Prostata gestellt. Der Pathologe, der also das Gewebe untersucht, der stellt die Diagnose. Es gibt keine andere Möglichkeit der Diagnosestellung. Was kann denn der Pathologe alles rauslesen aus dieser Biopsie? Ja, der kann sehr viel rauslesen. Wir fragen ihn auch sehr viel, denn wir wollen natürlich wissen, nicht nur liegt ein Tumor vor, ja oder nein, das ist die Kernfrage, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie differenziert ist der Tumor. Das heißt, bedeutet das differenziert? Wie aggressiv eben auch der Tumor ist, denn wie hat sich das Tumorgewebe schon gegenüber dem ursprünglichen Gewebe verändert? Das ist immer auch ein Hinweis dafür, ob ein Tumor aggressiver ist oder weniger aggressiv. Denn letztendlich aus diesem Gewebebefund wird für uns ganz wesentlich auch die Information herausgenommen, wie wir den Patienten später weiter behandeln. Das ist also eine ganz wesentliche Information neben dem PSA-Wert, neben dem körperlichen Untersuchungsbefund und neben den Laborwerten insgesamt. Wie lange dauert es denn etwa, bis die Ergebnisse vorliegen? Ja, normalerweise ist es so, dass der Pathologe etwa eine Zeit zur Bearbeitung von 2 bis 5 Tagen benötigt. Und in dieser Zeitspanne, nach dieser Zeitspanne liegen die Ergebnisse vor und können dann eben auch entsprechend mit dem Patienten besprochen werden. Wenn der Befund der Biopsie unauffällig ist, ist das dann ein Grund zur Entwarnung? Ist das sicher, das Ergebnis? Ja, zunächst erstmal ist es schon ein Grund zur Entwarnung, wenn letztendlich im Gewebebefund auch eine Erklärung dafür da ist, dass zum Beispiel der PSA-Wert erhöht ist oder der TAS-Befund auffällig ist. Das kann zum Beispiel eine entzündliche Veränderung der Prostata sein. Dann haben wir eine Erklärung für diese veränderten Gewebebefunde. Dann gilt es auch zunächst erstmal als Entwarnung. Aber letztendlich auch hier, keine der Untersuchungen ist in dem Sinn hundertprozentig, denn die Tumore sind manchmal klein oder sind auch von der Lage in der Prostata an Orten, die man von der Biopsie her schwerer eben erreichen kann. Deswegen kann es sein, wenn also die weiteren Untersuchungsbefunde in der Folge auffällig sind, zum Beispiel der PSA-Wert steigt, dass man eine Biopsie nochmal wiederholen muss oder weitere Informationen durch andere bildgebende Untersuchungen, zum Beispiel die Kernspintomographie, eben mit hinzuzieht, um zu wissen, sind vielleicht Zonen auffällig in der Prostata, die ich von der Biopsie her nicht erreichen konnte oder erreicht habe. Also da muss man dann unter Umständen nochmal nachhaken und eventuell eine zweite Biopsie vornehmen. Das heißt, unauffällige Biopsie bedeutet nicht, ich muss nie wieder zum Urologen gehen, sondern es wird weiter verfolgt, weiter beobachtet. Genau. Vorsorge ist letztendlich ein kontinuierlicher Prozess. Das ist nicht einmalig, sondern man muss eben in den regelmäßigen Abständen, die einem der behandelnde Arzt auch erklärt, Vorsorge vornehmen lassen. Und von daher in diesen Abständen ist es wichtig, eine Kontrolle zu haben. Denn nur die kontinuierliche Vorsorge hat letztendlich auch den besten Vorsorgeeffekt. Gibt es denn auch Vorstufen eines Prostatakarzinoms? Es gibt Vorstufen, die auch eben im feingeweblichen Befund nun auch deutlich werden. Und diese Vorstufen haben auch eine unterschiedliche Differenzierung im Gewebe, sodass sich daraus ergeben kann, dass eben weitere Biopsien in gewissen Abständen auch erforderlich sind oder sein können. Und auch eine wesentliche Information, die wir aus der feingeweblichen Untersuchung erhalten können. Darf ich denn auch mehrere Ärzte um Rat fragen, wenn ich mir jetzt nicht sicher bin? Ja, es ist so, dass für den gesetzlich versicherten Patienten es auch die Möglichkeiten gibt, sich Kontakt über den Kontakt zur Krankenkasse letztendlich eine zweite Meinung zu holen. Es gibt auch von den Krankenkassen häufig Informationsangebote, Ärzte, die ansprechbar sind, die auch diese Befunde nochmal entsprechend bewerten können. Und diese Angebote sollte man eben vor Ort klären und letztendlich auch annehmen.
wenn der Bedarf besteht, nochmal für eine Zweitmeinung, um letztendlich auch zu sehen, wie geht es weiter für mich, welche Konsequenzen hat es. Also das ist durchaus eine sinnvolle Fragestellung.